Guten Morgen, Radfreunde. Als ich vor circa einem Jahr auf dem Südschwarzwald Radweg unterwegs war, hatte ich die Idee, einmal mit dem Fahrrad oben auf dem Feldberg zu stehen, dem höchsten Gipfel des Schwarzwalds. Heute soll diese Idee oder der Traum in Erfüllung gehen. Meine Zweitagestour startet heute Morgen hier in Dornstetten-Hallwangen am frühen Morgen in Richtung Südschwarzwald. Morgen möchte ich auf dem Gipfel des Feldbergs stehen. Heute die Anfahrt, allerdings nicht die direkte. Ich werde so einige Ziele auf dem Weg mitnehmen und auch eine relativ ambitionierte Strecke fahren. Heute geht es bis Titisee Neustadt, ca. 120 Tageskilometer. Ich möchte die Tour genießen, es gibt viel zu sehen und ich habe die Kamera dabei. Ihr könnt mich bei meiner Radtour auf den Feldberg begleiten. Zwei Tage geniales Radfahrwetter liegen vor mir. Temperaturen so um die 22 bis 25 Grad. Leicht bewölkt soll es sein, also ideal zum Radfahren. Und als erstes gilt es jetzt die Anfahrt zu bewältigen. Vom Nordschwarzwald bei Freudenstadt geht es jetzt in Richtung mittlerer Schwarzwald nach Hausach und dann weiter in Richtung südlichem Schwarzwald. Und da ich nicht allzu oft im mittleren und südlichen Schwarzwald mit Fahrrad unterwegs bin, habe ich beschlossen, nicht den direkten, einfachen Weg zu nehmen, sondern einfach die schönste Strecke mir auszusuchen. Ich möchte so viel wie möglich auf der Strecke mitnehmen. Meine heutige Anfahrt in Richtung Feldberg führt mich zum Titisee. Die bequeme, familienfreundliche Variante dorthin ist sicherlich der Schwarzwald-Panorama-Radweg. Relativ eben gelangt man auf dem bei einer Tagesetappe auch zum Titisee. Aber das Ganze bin ich schon vor 2 Jahren gefahren. Eine relativ einfache, aber auch nicht ganz so schöne Variante, um in den Südschwarzwald zu gelangen. Denn man streift einfach nur den Südschwarzwald. Deshalb habe ich mich für die schwerere, aber auch schönere Variante entschieden. Der direkte Weg in Richtung Südschwarzwald. Und deshalb werde ich jetzt erstmal in Richtung Kniebiss Zwieselsberg fahren, hoch in Richtung Schwarzwald-Hochstraße. Dann geht es hinab ins Wolftal, weiter übers Kinzigtal und dann muss ich das Ganze wieder bergaufwärts fahren in Richtung Hornberg, weiter auf den Brent und dann geht es auf der Höhenlage relativ eben weiter in Richtung Titisee. Richtig viel Schwarzwald, ich werde durchqueren mit dem Mountainbike und freue mich schon auf die relativ abwechslungsreiche Anfahrt. Jetzt muss ich erstmal hochkommen in Richtung Zwieselsberg und werde jetzt gleich Freudenstadt passieren. Wir haben jetzt ca. 20 Minuten vor 8 Uhr morgens. Ich bin nicht ganz so früh weggekommen.
wie ich wollte. Das Frühstück fiel ein wenig länger aus. Macht nichts. Es soll heute nicht ganz so heiß werden. Letzte Woche hat es Temperaturen um die 33 Grad hier gehabt. Heute nur 22 bis 25 Grad. Das Ganze ist erträglich. Und ich lasse mir auch bei meiner heutigen Tagesetappe jede Menge Zeit. Dornstetten und Hallwang liegen bereits ein gutes Stück hinter mir und ich freue mich, dass ich jetzt mit dem Mountainbike die nächsten zwei Tage den Südschwarzwald erobern kann. Nebenan erscheint jetzt auch schon das Industriegebiet von Freudenstadt, nicht ganz die Sonnenseite der Stadt Freudenstadt. Mein gesetztes Tagesziel für heute ist, am Titisee mit nur mittelmäßig ausgepowerten Füßen anzukommen. Denn morgen, am frühen Morgen, liegt dann die Anfahrt auf den Feldberg vor mir. Deshalb heute auch nur eine relativ überschaubare Anzahl an 120 Tageskilometern. Ja, geschätzte 1500 bis 2000 Höhenmeter. Und für die lasse ich mir einfach Zeit. Ich gehe das Ganze relativ geruhsam an. Deshalb habe ich heute Morgen auch geschaut, dass ich vor 9 Uhr loskomme. Es ist 7:30 geworden. Die Unterkunft am Titisee habe ich auch bereits gebucht, eine Pension. Und wenn ich dort ein wenig früher ankomme, ist mir auch recht. Dann werde ich noch ein wenig um den Titisee herumlaufen und mir das Ganze anschauen und den Abend genießen. Über den autofreien Kienberg geht es jetzt auf die Höhenlage in Richtung Friedrichsturm. Und dort werde ich dann zum ersten Mal auf Waldwegen den Schwarzwald mit dem Fahrrad erobern. Ich habe es geschafft. Freudenstadt liegt hinter mir. Die Stadtmitte ist durchquert. Und ab jetzt geht es weiter. Kilometer lang auf Waldwegen durch den Schwarzwald. Von hier oben bei Friedrichsturm hat man die Möglichkeit, egal ob in den Norden zu fahren, bis nach Pforzheim, Baden-Baden, durchgängig auf Waldwegen. Oder eben auch in den Süden in Richtung Hausach.
oder weiter nach Furtwangen wie ich. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt und ich genieße es jetzt einfach, mich mit dem Mountainbike hier im Schwarzwald austoben zu können. Ich werde von einem angenehmen Schatten empfangen. Die Temperaturen hier oben um die 14 Grad. Mein Windbreaker lasse ich erstmal noch an. Aber ich genieße es jetzt wirklich, in der frühmorgendlichen Kühle entlang radeln zu können. Denn heute Mittag, da wird noch der eine oder andere Schweißtropfen fallen. Meine erste Ration an 300 Höhenmetern ist bewältigt zum Aufwärmen und ich bin jetzt auf einer Höhenlage von 830 Meter über Meeresspiegel angekommen, kurz vor der Ortschaft Zwieselberg. Und ich muss immer wieder sagen, wenn man den Schwarzwald von seiner schönsten Seite kennenlernen möchte, dann muss man den eben durchfahren mit all seinen Höhen und Tiefen und nicht auf einem bequemen, relativ ebenen Radweg wie dem Schwarzwald-Panorama-Radweg streifen. Da bekommt man nur die Hälfte der Schönheit der Landschaft mit. Daher meine Einstellung auch inzwischen, lieber kleinere Tagesetappen mit weniger Tageskilometern fahren, dafür den einen oder anderen Höhenmeter zu machen, ohne den Schwarzwald wirklich richtig kennenlernen. Auch wenn ich heute bei meiner großen Radtour wieder mit Navi unterwegs bin, ich schaue mir immer wieder die Beschilderung an, wo ich mich befinde, auf welcher Höhe, was es für Ziele gibt. Denn wenn ich abends meine Trainingseinheit mache, habe ich meist kein Navi dabei. Und dann freue ich mich, wenn ich auf meinen größeren Radtouren auch noch neue Radwege vor der Haustür entdecken kann. So wie heute, wo es jetzt in Richtung Zwieselberg geht. Der Zwieselsberg am frühen Morgen, was für eine Ruhe hier, passend dazu das Haus Waldesruh.
Momentan erfolgt die entspannende Abfahrt ins Wolftal. Von dort aus geht es dem Tal entlang hinab ins Kinzigtal. Die Temperaturen noch angenehm. Schade, dass ich heute zu Ende der Radtour eher einen Anstieg vor mir habe. Keine Abfahrt, wenn es dann richtig heiß ist. Aber so eine Radtour ist kein Wunschkonzert. Dafür geht es am nächsten Tag dann, wenn es richtig heiß ist, vom Feldberg wieder bergabwärts in Richtung Donaueschingen. Heute, da müssen eben ein paar Schweißtropfen fallen. Aber dafür kann ich mir auch heute Zeit lassen. Morgen muss ich dann eine Zugverbindung erreichen. Und heute ist egal, wann ich bei meiner Unterkunft am Tivisee ankomme. Auf meinen Radtouren entdecke ich immer wieder schöne, neue, idyllische Plätze, wie dieses Mal wieder eine Hütte am Wegrand, der Schmiedberger Platz, 778 Meter über Meeresspiegel.
Schwarzwald-Idylle pur hier kurz vor Eintritt ins Wolftal. Die Abfahrt ins Wolftal ist geglückt und die Ortschaft Schappach liegt bereits hinter mir. Jetzt geht es auf dem Wolftalradweg weiter entlang der Wolf. Ursprünglich wollte mich meine geplante Strecke mit dem Radroutenplan nach Baden-Württemberg über Trails hinab ins Wolftal schicken. Hatte ich keine Lust drauf und dann bin ich weiter dem offiziell ausgeschilderten Radweg gefolgt. Als dann irgendwann St. Roman angeschrieben war, habe ich gedacht, nee, ich muss wieder runter ins Wolftal auf die ursprünglich geplante Strecke. Und das ist jetzt auch geglückt. Und nun bin ich auf dem neu ausgebauten Wolftalradweg unterwegs. Der Wolftalradweg zur sommerlichen Jahreszeit, richtig schön, vor allem weil hier auch immer wieder schattige Passagen auftreten. Das letzte Stück des Wolftalradwegs verläuft dann allerdings doch auf der Autostraße. Momentan glücklicherweise wenig befahren. Und ich bin ganz froh, dass ich ein paar Kilometer machen kann. Wir haben jetzt 10 Uhr morgens, noch 82 Tageskilometer liegen vor mir. Und mich würde es freuen, wenn ich den Anstieg von Hornberg hoch auf die Höhenlage des mittleren Schwarzwalds vor 12 Uhr noch schaffen würde, bevor es dann richtig heiß wird. Der Ortenaukreis und bisher sieht alles auch gut aus bei meinem Tourverlauf. Die ersten 35 Kilometer sind geschafft. So langsam wird es auch richtig warm und deshalb habe ich die Gelegenheit am Wegrand genutzt, mal kurz anzuhalten. Ich werde jetzt meinen Windbreaker ausziehen, ein wenig Insektenschutz auftragen und dann geht es weiter in Richtung Kinzigtal.
richtig schön und idyllisch der Radweg durchs Wolftal. Die Stadt Wolfach habe ich jetzt erreicht und hier mündet auch die Wolf in die Kinzig. Der Kinzig werde ich jetzt noch ein kleines Stück entlangradeln, flussabwärts bis nach Hausach. Hier ist sie auch, die Mündung der Wolf in die Kinzig. An der Mündung führt noch eine Brücke über die Wolf. Den Kinzig-Talradweg werde ich relativ zügig entlangradeln. Den kenne ich bereits in- und auswendig. Und lieber schauen, dass ich nach Hausach noch vor der Mittagssitze ein paar Höhenmeter bewältigen kann. 11.45 Uhr haben wir jetzt und die Temperaturen gefühlt 20, 21 Grad. Der Kinzigtalradweg, die Radautobahn durch den mittleren Schwarzwald. Ab Hausach wird es jetzt auch interessant. Ich fahre jetzt weiter in Richtung Utach-Hornberg. Doch bis dahin relativ eben, aber dann geht es bergaufwärts. Irgendwie muss ich ja wieder auf über 1000 Meter über Meeresspiegel kommen. Bis Hornberg ein durchgängiger Radweg und dann wird es spannend. Mal schauen, was mich erwartet. Aber das Radabenteuer habe ich ja gesucht. Erstmal die Ortschaft Gutach, wo sich auch das Freilichtmuseum Vogtsbauernhöfe befindet. Auch die Schwarzwaldbahn fährt hier durch. Momentan überquere ich die auf einem Bahnübergang. Leider fährt die den nächsten zwei Wochen auch nicht. Die ist irgendwie gesperrt wegen Sanierungsarbeiten. Wäre eine mögliche Heimfahrgelegenheit gewesen mit dem Zug. So muss ich jetzt doch über Tuttlingen fahren mit dem IC. Was bedeutet hat, dass ich ein Bahnticket schon vorab lösen musste.
rechts nebenan vom Radweg übrigens jetzt das Freilichtmuseum, die Vogtsbauernhöfe in Gutach. Auch sehr schön das Tal der Gutach, wie das Wolftal ein Seitental des Kinzigtals. Richtig schön und ebenfalls idyllisch das Gutachtal. Ein durchgängiger Radweg bis nach Hornberg. Allerdings ab dann muss man auf der vielbefahrenen Bundesstraße fahren, die B33. Eine sehr unangenehme Erfahrung, die ich vor einem Jahr gemacht habe, als ich an den Triberger Wasserfällen war. Deshalb heute werde ich ab Hornberg das Tal der Gutach verlassen. Und es soll auf einem Landstraßle erfolgen. Ich bin mal gespannt, wie gut die befahrbar ist, beziehungsweise wie wenig Autos dort fahren werden. Vorbei geht's an der Familienbrauerei Ketterer in Hornberg. Für ein kühles Bier ist allerdings noch ein wenig zu früh. Das gibt's dann vielleicht heute Abend am Titisee. Davor gibt's für mich jetzt allerdings erstmal ein paar Höhenmeter zu bewältigen. Raus aus dem Gutachtal. Und gestern bei der Arbeit durfte ich noch einen Mitarbeiter eines Schweizer Unternehmens kennenlernen. Ebenfalls ein sehr passionierter Radfahrer. Der hat mir von seiner Radtour, Tagestour vom Rheintal bis nach Zermatt erzählt mit dem Rennrad. Er hatte ein T-Shirt dabei fürs Abendessen, den Trinkrucksack und mehr nicht. An den habe ich gestern ganz fest gedacht, als ich meinen Rucksack gepackt habe. Möglichst nur das nötigste, leichtes Gepäck, denn damit lassen sich die Höhenmeter viel unbeschwerter machen. Ich hoffe, dass das positive Auswirkungen hat. Und ich jetzt einigermaßen zügig auf die Höhenlage komme. Die Höhenlage hat gleich noch den angenehmen Nebeneffekt, dass ich raus aus dem warmen Kinzigtal komme. Denn hier hat es jetzt in der Sonne annähernd 30 Grad. Und wenn ich die ersten Höhenmeter bewältigt habe, werde ich auch mal schauen, ob ich irgendwo dann eine Mittagspause mache. Die habe ich mir dann auch wirklich verdient. Die Kühe nebenan auf der Weide suchen den Schatten auf
Und den wünsche ich mir jetzt auch bei meiner Auffahrt, denn die wird ganz schön schweißtreibend werden. Hier geht es jetzt hoch, 16% Steigung, eine Radwegbeschilderung, alles gut und jetzt auch noch Schatten. Wenn es so bleiben sollte, dann ist die Haupttagesaufgabe gut zu bewältigen, wenn ich mal oben bin auf der Höhenlage bei Furtwangen, ist nur noch ein leichtes Bergauf, Bergab.
So wie es ausschaut, ist das Ärgste bewältigt. Es wird langsam flacher. Aber es war wirklich ein harter Anstieg. Vor allem bei den Temperaturen. Das ist eben der Unterschied zwischen Schwarzwald-Panorama-Radweg und durch den Schwarzwald fahren. Hier geht es jetzt zwar nochmal ein Stück bergaufwärts, aber so rein rechnerisch müsste das Ärgste überwunden sein. Und wenn ich dann oben auf der Höhe ein passendes Plätzle finde, gibt es dann auch eine Mittagspause. Das Hotel zur schönen Aussicht. Ich bin oben auf dem Sattelpunkt angekommen und irgendwo hier im Schatten muss ich jetzt noch ein Plätzle für meine Mittagspause finden. Das wird mein Platz für die Mittagspause. Ich werde jetzt noch ein bisschen Insektenschutz auftragen, wegen den Zecken hier im Wald. Und sobald es geschehen ist, wird mein Rucksack ausgepackt und ein wenig entspannt und auch gestärkt. Gestern Abend habe ich mir noch zwei Brötchen gekauft. Dazu eine Packung Käsewurst, die ist relativ haltbar, was zu trinken. Und mein Taschenmesser habe ich auch dabei. Und während ich hier esse, werde ich auch eine schöne Aussicht haben bzw. genießen. Es geht weiter und es war jetzt nicht die mega lange Pause, aber ich habe einfach gesagt, lieber nachher noch mal eine irgendwann auf der Radtour. Es gibt noch so viele schöne Punkte hier, wo ich viel Neues entdecken kann. Und deshalb schaue ich jetzt, dass ich die letzten 50 Kilometer auch noch gemütlich angehen lasse. Auf 920 Meter über Meeresspiegel bin ich gelandet. Unter anderem verläuft hier auch der Westweg. Der nimmt natürlich den schönen Punkt hier ebenfalls mit. Auch ich folge jetzt mit dem Mountainbike ein Stück dem Westweg. Solange die Wegbeschaffenheiten wie hier bleiben, soll es mir recht sein. Ich hoffe mal, dass mich jetzt der Radroutenplaner nicht irgendwo mitten in den Wald reinschickt und ich wieder umdrehen kann.
die Ortschaft Schonach im Schwarzwald. Allerdings werde ich die nicht durchfahren, denn gleich hier am Ortsschild geht es für mich nach rechts ab in Richtung Brent. Noch ca. 8 Kilometer, dann sollte ich an der Prägquelle stehen, das nächste Ziel meiner heutigen Tagesetappe. Auch der eigentliche Donauursprung genannt, weil die Präg der Hauptzufluss der Donau ist. Und dann geht es weiter auf dem Brent für ca. 2 Kilometer. 1150 Höhenmeter hat er. Dort werde ich kurz die Aussicht über den Schwarzwald genießen und dann rolle ich langsam bergabwärts in Richtung Furtwangen und weiter nach Titisee-Neustadt. Aber ich nehme jetzt ganz schön Tempo aus der Radtour. Zum einen habe ich jetzt gerade doch ein Mittagsloch und zum anderen die ca. 600 Höhenmeter am Stück von Hornberg hoch zur schönen Aussicht zur Mittagszeit bei 30 Grad hat ganz schön ihren Tribut gefordert. Ich spüre es jetzt. Allerdings haben wir jetzt auch erst 13.45 Uhr. Ich fahre den Westweg entlang und ich habe noch alle Zeit der Welt. 42 Tageskilometer liegen noch vor mir. Die kann ich jetzt wirklich ganz genussvoll angehen, zumal ich die Landschaft und die Umgebung hier noch fast nicht kenne. Was für eine endlose Weide. Richtig schön hier oben auf der Höhenlage des Mittelschwarzwalds im Rad entlang zu fahren. Fast wäre ich dran vorbeigefahren. Ich habe doch gerade gedacht, da plätschert ein Bachlauf. Ist es schon die Preg? Nein, es ist die Elz. Und jetzt stehe ich an der Elzquelle.
wenn ich schon mal hier bin, schaue ich mir die an. Hier scheint sie irgendwo zu entspringen. Naja, ganz so sichtbar ist nicht. Aber ich stand da an der Elzquelle. Nach der Elzquelle jetzt mein nächstes Ziel in unmittelbarer Sichtweite, die Prägquelle an der Martinskapelle. Erst vor 2 Wochen stand ich hier, als ich mit der Familie hier Urlaub auf dem Brent gemacht habe. Da verläuft sie auch, die europäische Wasserscheide. Die Elz fließt in den Rhein und die Präg in die Donau. Jetzt erfolgt natürlich der obligatorische Besuch der Prägquelle, denn den Donauradweg bin ich auch schon von Donaueschingen bis Wien entlang gefahren, damals allerdings der Stadt in Donaueschingen und nicht hier oben an der Prägquelle. Hier ist sie also, die Donauquelle. Und wer sich auf eine richtig lange Radtour begeben möchte, der startet hier an der Prägquelle und kann bis ans Schwarze Meer fahren. Die Donauquelle liegt zurück. Jetzt geht es die letzten 2 Kilometer weiter bis hoch auf den Brent. Auch ein weiteres Tagesziel ist erreicht, der Brent oberhalb von Furtwangen. Vor 2 Wochen habe ich noch hier Urlaub gemacht mit der Familie. Da kommen schöne Rückerinnerungen auf.
wenn ich jetzt schon mal hier bin, gehe ich jetzt auch noch ganz kurz hoch auf den Aussichtsturm. Von dort aus kann ich auch mein morgiges Tagesziel sehen, den Feldberg. In der Ferne kann man erkennen den Feldberg mit dem Feldbergturm, geschätzte 30 Kilometer Luftlinie. Und unten im Dunst das Rheintal in Richtung Freiburg. Jetzt kann es wieder runtergehen. Ich bin motiviert, morgen auf dem Feldberg hochzufahren. Aber ich schaue, dass ich heute auch relativ zügig in Titisee Neustadt ankomme. Beziehungsweise in Titisee meine Unterkunft beziehe. Dann mal kühl dusche und dann auch eine Weile die Beine hochlege. Und morgen das wird nochmal ein gewaltiger Anstieg hoch vom Titisee in Richtung Feldberg. Geschätzte 500 Höhenmeter. Und da möchte ich, dass sich meine Beine ein wenig regeneriert haben. Die Stadt Furtwangen habe ich relativ schnell hinter mir gelassen, denn schon bei unserem Kurzurlaub auf dem Brent haben wir vergeblich ein schönes, belebtes Stadtzentrum in der Innenstadt gesucht. Gab es nicht. Furtwangen ist eher eine Industriestadt. Wenn man ein schönes Städtchen sehen möchte im Schwarzwald, ist Bonndorf im Schwarzwald oder Lenzkirch einfach sehenswerter. Oder dann natürlich die Stadt oder Ortschaft Titisee direkt am gleichnamigen See.
die letzten 3 Kilometer raus aus Furtwang haben es nochmal richtig in sich gehabt. Bei strahlendem heißem Sonnenschein ging es auf einer Landstraße entlang, asphaltiert, aufgeheizt und dann nochmal geschätzte 100 Höhenmeter, 150. Ich bin so froh, dass ich jetzt wieder im Wald entlang fahren kann, auch wenn es hier jetzt wieder stetig bergauf geht. Viel, viel angenehmer. Und ich muss jetzt schon sagen, nicht die eigentliche Tour auf den Feldberg hat es in sich, die letzten paar Kilometer auf den Gipfel, sondern vor allem schon die Anfahrt. Aber die habe ich mir selber so gestaltet. Jede Menge Höhenmeter. Und es sollte auch bewältigbar sein. Noch 22 Tageskilometer liegen vor mir. Leicht hügelig, bergauf, bergabwärts. Und wir haben jetzt 15.30 Uhr. Und wieder mal verlangt die Strecke einiges von mir ab. Auf richtig steilen Wald- und Wiesenpfaden geht es auf dem Westweg entlang in Richtung Tiddisee. Ich komme nur langsam voran, aber es geht voran. Beim Westweg mit dem Thema Fahrrad muss man dazu sagen, man muss immer froh sein, wenn es weitergeht, wenn man noch auf dem Fahrrad drauf sitzen kann, selbst auf dem Mountainbike oder auf dem Pulli. Es gibt teilweise Passagen, da kann man das Fahrrad wirklich nur noch tragen. Glücklicherweise hatte ich solche Passagen heute noch nicht. Der Feldberg, das Ziel der zweitägigen Radreise, rückt immer näher.
Und das letzte Stück der heutigen Tagesetappe verläuft doch noch auf einem altbekannten Fernradweg, dem Schwarzwald-Panoramaradweg. Auf dem geht es jetzt in Richtung Titisee Neustadt. Noch 4 Kilometer geht es jetzt einer vielbefahrenen Autostraße entlang und dann sollte ich bald an meiner Unterkunft für die Nacht stehen. Ich hab's geschafft. Hier ist meine Unterkunft. Haus, Wald und See. Jetzt werde ich mal einchecken. Ich hab's geschafft. Der Check-in ging relativ schnell. Und mein Fahrrad steht noch unten im Flur. Ich möchte nachher noch kurz was einkaufen für morgen. Proviant, Getränke und vielleicht für heute Abend noch ein kühles Bier. Deshalb werde ich jetzt kurz mein Zimmer beziehen, den Rucksack leeren und dann geht's weiter. Und das Zimmer soweit ist nicht das allergünstigste, aber dafür ist auch sehr geräumig. So schaut's aus. Ein Doppelzimmer unterm Dach. Relativ heiß, aber heute Nacht soll es auch wieder kühler werden. Sogar eine kleine Kochecke. Und hier Dusche, Bad. Naja, relativ einfach, aber die kühle Dusche gibt es nachher und die wird auch richtig gut tun. Das Schönste, der Balkon, ich kann raus. Und den Blick über den Schwarzwald genießen. Wir haben jetzt 17.15 Uhr und mein Tagesfazit, es war eine relativ harte Tour. Ich habe eigentlich gedacht, ich komme früher an, aber diesmal so ist, es war sehr heiß, die Wege teilweise nicht ganz so gut befahrbar und dann jede Menge Höhenmeter. Wie viel weiß ich gar nicht, das werde ich nachher mal schauen am Fahrradcomputer. Aber ich habe es geschafft, 120 Tageskilometer und morgen geht es dann endlich hoch auf den Feldberg. Mein Zimmer habe ich schon bezahlt. Es gibt in aller Früh Frühstück und dann schaue ich, dass ich morgen, wenn es noch relativ kühl ist, die Höhenmeter auf den Berg mache. Wenn ich dort oben angelangt bin, habe ich mein Ziel der Radreise erreicht und dann werde ich relativ gemütlich in Richtung Donaueschingen rollen. Aber jetzt gönne ich mir erstmal einen geruhsamen Abend hier in Titisee.